Schön, jetzt bin ich schon wieder. Ja. Anhang, also zum Strukturplan, ja, was ich so hinzufügen möchte. Ja, eine Struktur habe ich quasi schon. Ich muss sie halt nur beibehalten, das alles. Und den Konsum halt weglassen. Und bis auf die Zigaretten, die halte ich. Aber ansonsten brauche ich nichts mehr und den Kaffee. Kaffee ist gut. Ja, ich fühle mich gut, ich fühle mich motiviert. Ich fühle mich, eigentlich mache ich genau das Richtige an. Auch wenn es mir jetzt fehlen wird. Wie gesagt, das Kiffen werde ich nicht ganz aufhören, aber ich werde für eine gewisse Zeit jetzt erstmal aufhören. Ich mache jetzt auf jeden Fall einen Cut. Wie die nächsten Tage aussehen, ich weiß es nicht. Wer kann schon in die Zukunft gucken? Ich gucke trotzdem optimistisch halt in die Zukunft. Auch wenn zurzeit alles so irgendwie so, naja, es geht schon. Auf ARD läuft Frauenfußball. Meine Eltern gucken es. Ja, ich finde es auch interessant. Ist auf jeden Fall einiges los. Ich bin auch nebenbei, bin ich halt am Putzen. Mache jetzt gerade eben halt eine Zigarettenpause. Und erstmal was trinken gleich. Ja. Ich hatte gerade eben schon beim Saugen und beim Staubwischen kamen mir Sachen durch den Kopf. Aber es war halt so viel Input, dass ich mir alles nicht so behalten konnte. Und das waren wieder nur Fetzen und irgendwie, ja. Ein Freund damals zu mir auch so, ja, mach dir mal Notizen. Ist er nein. Ich wollte nie Notizen machen oder so. Da hatte ich einen auf Streber machen oder so, weißt du. Das war mir irgendwie unangenehm. Aber dabei war der Freund von mir eigentlich sehr schlau gewesen. Es ist schon richtig, sich Notizen zu machen. Man kann nicht erwarten, dass man alles so im Kopf behält, auch wenn man halt viel behalten kann und sich manchmal selbst überrascht. Das ist das ja, was auch faszinierend an vielen ist, auch an Menschen halt selbst, weißt du so, dass halt, wie gesagt, nicht wirklich dumm ist. Ja, also wir Menschen, auch wenn es den Anschein eigentlich so hat, aber naja, anderes Thema. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall merke ich selber, ich habe voll den Redebedarf und ja. Aber so irgendwie dann auch schon wieder nicht, ja. So. Was soll ich noch großartig erzählen? Ja. Ja, wenn man sich zu viel Gedanken drüber macht, ist auch immer scheiße. So, deshalb ich lasse lieber immer gerne so laufen und erzähle. So, ich habe mir auch nie vorher halt Gedanken gemacht, wenn ich jetzt ein Video oder sowas auf YouTube hochlade, so ja. Das ist doch schon, ein bisschen Struktur hatte ich schon drin, aber ich habe das auch nie so ausgeplant. Ich habe das dann immer halt einfach Kamera anmachen und dann laufen lassen. Ja. So viel dazu. Ja, wie man auch merkt, ich bin noch erkältet. Ich werde mich jetzt auch gleich wieder hinlegen. Ja, das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber das ist aber auch, glaube ich, ganz okay so. Ich kann nicht. Sollte nicht zu viel von mir herausfordern. Ich bin froh, dass ich jetzt den Gedanken geschafft habe, halt mal jetzt wieder ganz anders zu machen, halt bezüglich Konsum. Da ist auch schwer zu erklären, warum man erst einen Anlass braucht, einen Grund braucht, wieso man erst selber halt leiden muss oder halt etwas erfahren muss, was nicht schön ist, um dann daraus zu erlernen. Ich bin erfahren genug, ich war früher schon auf einer Alkoholentzugsstation gewesen und so weiter, habe mit so Leuten zu tun gehabt und so. Und ich fand das in meiner Jugend, wie gesagt, ich bin dann eher so dieser Mitläufer-Typ gewesen, weißt du? Einfach halt mitmachen und ja, aber auch nicht alles.
Wie gesagt, so, da gab es auch Sachen, wo ich gesagt habe, so, nee, Cut, Grenze. Aber Gott sei Dank hatte ich auch wiederum einen guten Einfluss gehabt, überwiegend, der viel Positives mit reinbringt, auch wenn man das jetzt nicht so mal glauben mag. Aber ich habe in der Vergangenheit viele Leute gehabt, die mich positiv beeinflusst haben, ne? Und die eigentlich immer nur das Beste wollten. Ne? Und ja, das ist das, so verurteile nicht den Menschen sofort, weißt du, so. Man kann immer halt nur einen Menschen vorm Kopf gucken, was drinnen abgeht, weiß man halt nicht. Ja. So, genug. Zigarettenpause Ende. Ich muss jetzt weiter putzen.